ihr Lieben. Ich habe in letzter Zeit viele Anfragen gekriegt. Mensch Jochen, ich war bei dir auf dem Abnehmkurs. Ich bin voll motiviert durchzustarten. Und jetzt hat das Fitnessstudio zu. Was mache ich jetzt? Wie kann ich fit bleiben ohne Fitnessstudio? Und ich möchte dir jetzt in diesem Video zeigen, wie du das mit ganz, ganz einfachen Mitteln kannst. Alles, was du dazu brauchst, sind zwei Sprudelkisten und noch eine große Grillkiste. Das Gute ist, wir können uns damit dann die Gewichte so machen, wie wir sie brauchen. Was du dir auch besorgen solltest für das Ganze ist einfach so eine Auflage. Wir beginnen mit einer kleinen Warm-up-Übung. Eine Möglichkeit dazu ist ganz einfach hier Hampelmann. Also Hampelmann. Wir fangen einfach so ein bisschen an und bringen uns so ein bisschen den Kreislauf in ihren Schwung, dass die Muskeln gut durchblutet werden. Denn die Muskeln, die gut durchblutet sind, ist natürlich die Verletzungsgefahr viel, viel niedriger. Wenn wir außer Atem kommen, trainieren wir übrigens unsere Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke unserer Zellen. Legen wir los mit der ersten praktischen Übung. Ich beginne mit ein bisschen Schulterübung. Ich nehme das Ganze, mache hier hoch und trainiere hier schön meine Schultern dabei. Natürlich so oft, bis das zieht. Ich bin schon einigermaßen trainiert, deswegen brauche ich mir hier mehr Wiederholungen. Aber das ist ja kein Problem. Jetzt kann ich, um den Muskel noch ein bisschen auszureizen, es hat jetzt leicht gebrannt, ja, ein bisschen Gewicht rausnehmen. Jetzt kann ich noch mehr rausholen aus dem Muskel, bis er noch mehr brennt, der Muskel ein bisschen wieder brennt. Und weil ich vom Gewicht her leichter bin, kann ich das jetzt natürlich noch öfters machen. Ich mache weiter mit den Schultern. Ich fange an mit dem maximalen Gewicht. Habe jetzt seitliches Schulterhelfen. Wow. Jetzt zieht es so langsam. Ja. 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 So. Und jetzt geht es noch weiter. Ein bisschen Gewicht raus. Ja. Und hopp. Und weil auch wichtig ist, dass du dabei auch psychologisch ganz wichtig mit dir aufbauen sprichst. Jawohl. Es wird was. Du schaffst es. Ja. Wir machen weiter als nächstes mit Rückenübungen. Also Schritt Nummer 1, wir nehmen die Sprudelkiste, nehmen irgendwas, wo wir oben drauf legen können, wir hätten ein großes Kissen, irgendwas bis zu Hause hinten, damit es jetzt hier was wehtut. Nehmen hier zwei Sprudelflaschen erstmal. Also was ich jetzt hier mache, ist so eine Mischung aus Kraft-Ausdauerübung. Und ich denke, das ist auch sehr gut, um den Körper richtig fit zu halten. Lieber mit leichten Gewichten ein bisschen mehr Wiederholung und dann auch voll an die Grenze gehen, was an Wiederholungen geht. Genau. So, ja, wir trainieren dabei eben gerade die Rückenmuskulatur zwischen den Schulterblättern. Das macht Sinn. Gerade für ältere Menschen macht das sehr viel Sinn, damit sie jetzt so einen Buckel haben dann im Alter. Ja, und so wenn wir gerade den Rücken trainiert haben, so geht das Ganze natürlich auch mit der Brust, nur in die umgekehrte Richtung. Ich nehme wieder meine Sprudelkiste, mache hier einigermaßen gerade, lege mir das Polster drauf, eine Kiste rechts, eine Kiste links. Und jetzt ersetze ich dann in den zwei Kisten das Butterfly aus dem Fitnessstudio. Und los geht's. Jetzt habe ich quasi eine Übung für die Brust. Das ist jetzt relativ wenig Gewicht. Also finde ich jetzt, kann ich doch sehr viele Wiederholungen machen. Sieht es vielleicht schwer aus, wie es ist, aber es geht. Das Muskel hat schon ordentlich Kraft. Und ja, also ich denke, das könnte auch Frauen wunderbar machen. Dadurch strafft man etwas die Brust. Und ja, die eine oder andere Frau macht dann vielleicht ein paar Flaschen weniger. Aber das ist schon eine gute Übung. Gleichzeitig durch das Anheben vom Kopf wird auch der Nacken mit trainiert. Der Trizeps, die Rückseite des Oberarms, wird natürlich auch mit trainiert. Hauptsächlich ist diese Übung jetzt eben Brust und Trizeps. Ja, jetzt machen wir eine kleine Übung für den Po. Nehme ich jetzt hier so wieder drauf und mache jetzt ein Bein hoch und dann das andere Bein. Und so kannst du auch ohne irgendein Gerät den Po trainieren. Dabei trainiere ich jetzt schön den Trizeps nochmal. Die Rückseite des Oberarms. Oh, jawohl. Und auch nochmal ein bisschen die Brust dabei als Hilfsmuskel. Jawohl.
Der Bauch wird auch ein klein wenig zu weit trainiert. Als nächstes trainieren wir die Oberarme. Oberarme nämlich empfehle ich auch tendenziell erst am Ende dann zuzunehmen. Warum? Weil wenn wir gleich am Anfang die Oberarme volles Rohr trainieren, dann schwächeln die so ein bisschen ab, während wir Brust und Schultern und alles Mögliche trainieren. Also fangen wir an mit dem Bizeps-Training hier. Wir nehmen einfach die Schulterkiste und diesen. Und auch Frauen, macht ruhig so ein bisschen so eine Übung. Ihr könnt natürlich ein paar Flaschen dabei rausnehmen. Ihr werdet den Wackelarm dabei los. Einfach hier ein bisschen den Bizeps auch trainieren. Wie gesagt, es geht alles mit ganz einfachen Mitteln, sogar ohne Handeln. Es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, wie man sowas trainieren kann. Man kann natürlich auch hergehen und sich dann hier auch abstützen dabei. Hier und dann speziell eben den Oberarm. So trainieren, ich glaube, das kann ich zwar abstützen, aber wenn ich jetzt hier trainiere, dann trainiere ich mir den unteren Teil. Wenn ich jetzt noch den letzten Teil mache, dann trainiere ich da wirklich auch den oberen Teil des Bizeps. Ich will es nicht zu arg übertreiben in diesem anaeroben Bereich, wo wir einfach wenig Sauerstoff kriegen. Wenn wir da zu arg trainieren, gibt es einen Muskelkater. Wenn du den vermeiden möchtest, den Muskelkater, dann guter Tipp, immer schön zwischen den Sätzen kurze Pause machen, dass du mehr Luft bekommst wieder. Und dann gibt es automatisch weniger Übersäuerung der Muskulatur. Da wird eben mehr Energie noch aus Sauerstoff gebildet. Es bildet sich nicht so viel Laktat in den Muskeln und du hast weniger mal mit dem Muskelkater bei der ganzen Geschichte. Übrigens, wir sind ja auch ganz offen, ich befinde mich gerade hier im Keller. Wir haben das notdürftig aufgebaut hier. Stefan schiebt hier gerade eine Überstunde. Ja, kann ich aber auch mit zeigen, wie das alles hier aussieht. Hier vorne, hier Lampen, alles wirklich notdürftig. Bleibt zu Hause, lautet das Motto. Und wir halten uns dran und machen eben echt das Beste draus. Nun, ich probiere hier noch diesen Muskel hier. Den Latissimus ein bisschen zu trainieren. So, jetzt gehe ich hier einfach so ein bisschen nach hinten. Eine Übung. Ja, als nächstes zeige ich dir noch ein paar Übungen eben für die Beine dabei. Einerseits haben wir hier Wadentraining, das geht ganz einfach mal hin, einfach jetzt so, das geht zur Not, aber auch ohne Sprudelkissen. Wir gehen einfach so hoch und runter, hoch und runter. Gut, dann zeige ich dir als nächstes auch noch die Kniebeuge. Einmal hier ohne Gewicht, gehen wir hier einfach so her und das kennst du bestimmt, hier einfach so hoch und runter. Ist auch ein bisschen Koordinationsübung dabei. Ja, und wenn du dann schon fortgeschrittener bist, dann nimmst du eben hier die Sprudelkisten dazu. Du machst das Ganze eben dann auch mit den Sprudelkisten. Da hast du dann natürlich noch etwas mehr Gewicht bei der ganzen Übung und trainierst hier wunderbar die Beine dabei. Ja, auch ein bisschen den Po dabei. Ist also auch eine ganz gute Übung. Bauchtraining kann man auch machen. Geht also auch alles ohne Geräte, das Ganze. Liegestütze hier, wo wir auch mit Brustmuskeln hier schön trainieren und den Trizeps dabei schön straffen können. Machen wir einfach das Ganze so. Geht zur hinten hin, dass ihr mehr Stabilität habt bei der Kiste. Und dann geht es hier hoch und runter. Macht viel mehr Sinn, wie das Ganze hier direkt am Boden. Das tut dann hier irgendwie weh. Da haben wir das Problem nicht bei den Spulkisten. Wir müssen uns da abstützen dabei. Ist das wunderbar, wie Liegestützgriffe durch die Handschuhe geht es dann auch und drückt nicht ganz so arg. Jawohl. Jawohl. Ja. Das war jetzt mehr die äußere Brust. Die innere Brust definiert wird durch die Übung. Dazu nehme ich jetzt
diese Sprudelkiste. Statt dass ich jetzt so weit auseinander bin mit den Händen bei der Übung, bin ich dann eben nur so weit auseinander, dass dann statt die äußere mehr die innere Brust so ein bisschen trainiert. Und so kannst du natürlich deinen Körper formen, so wie das du gerade willst, wie er dann auch aussehen möchte. Körperformung eben. Ah ja. Ja. So. Ich wünsche dir viel Spaß bei den ganzen Übungen. Du kannst das Ganze noch weiter ausdehnen. Das war jetzt nur mal hier ein Zeigen von diesen Übungen hier. Und ich muss auch erst wieder richtig Luft holen dabei. Aber es macht Spaß, es tut gut. Du kannst wirklich mit einfachsten, primitivsten Mitteln hier schon ganz, ganz viel erreichen. Und noch ein Tipp, solltest du irgendwo bei irgendeiner Übung einen stechenden Schmerz haben, sofort aufhören. Wenn der Muskel brennt, das ist gut, dann wächst er. Aber ein stechender Schmerz, sofort aufhören dabei, ja, mit der Übung. Gibt genügend andere Übungen, wir müssen nichts übertreiben, aber wir können zwar auch richtig fit bleiben, auch in der Krise. Also mach das Beste aus dieser Zeit, dass du am Ende die Zeit wird rumgehen, stolz auf dich sein kannst und sagen kannst. Und ich glaube, das ist auch das Motto hier. Die Zeit geht rum, Ergebnisse bleiben. Ich wünsche dir alles, alles Gute von ganzem Herzen. Mach's gut, halt dich fit, dein Kaufmann.